So, ich wünsche euch wieder einen guten Tag und willkommen zurück zu dem kurzen Zyklus zu komplexen Zahlen. Heute werde ich euch über die zwei wichtigsten einfachen Dinge erzählen, die man im Kopf haben muss, um mit komplexen Zahlen umgehen zu können. Und das Thema heute hat zwei Namen von wichtigen Mathematikern, nämlich die Gauß-Ebene und die Eulersche Formel. Gut, die Gauß-Ebene gibt euch ein Werkzeug in die Hand, über den Körper der komplexen Zahlen geometrisch zu denken. Und zwar identifizieren wir die komplexe Zahl z gleich a plus ib mit dem Punkt AB in der Ebene R2. Ich kann dann eine Skizze machen, wo ich eine Koordinatenachse und noch eine Koordinatenachse habe. Die Koordinatenachsen heißen wie üblich x und y. X wird mit dem Realteil von z identifiziert und y mit dem Imaginärteil von z, sodass, wenn ich hier eine Distanz a auf der x-Achse abschlage und hier eine Distanz b auf der y-Achse abschlage, hier der Punkt z zu finden ist nach der Identifikation. Gut, diese Identifikation, wenn man über die komplexen Zahlen so denkt, dann sagt man, das ist die Gauß-Ebene. Und ich brauche natürlich nicht, zu erzählen, woher der Name Gauss kommt. Also, so erhalten wir die Gauss-Ebene. Die Operationen in C können damit geometrisch interpretiert werden. Insbesondere ist die Addition einfach die Vektoraddition im R2. Bei der Multiplikation müssen wir ein wenig aufpassen und es zeigt sich, dass es besser ist, über die Multiplikation nachzudenken, indem man Polarkoordinaten verwendet. Polarkoordinaten in der Ebene identifizieren einen Punkt, wir wissen schon, es ist einfach eine komplexe Zahl z, mit dem Abstand, den z vom Ursprung hat, wir nennen ihn r, und dem Winkel, phi,
den der Strahl, der vom Ursprung ausgehend zu Z geht, mit der X-Achse einschließt. Gut, die Koordinaten R, Phi, Entschuldigung, das sind die Polarkoordinaten. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, also brauche ich nicht sehr viel dazu zu erzählen, von dem Punkt Z. Was interessant ist, ist, dass wir nun natürlich mit unserer komplexen Zahl Z die Regeln aufschreiben können, wie man sich R und Phi ausrechnet. R ist einfach der Absolutbetrag von Z und Phi nennen wir das Argument von Z. Und je nachdem, in welchem Quadranten Z liegt, ist es mehr oder weniger der Akkustangens von B über A. Wie schon gesagt, da muss man ein bisschen aufpassen. Gut, ja, vielleicht mache ich deswegen Anführungszeichen, damit das klar ist. Gut, nachdem wir Polarkoordinaten eingeführt haben, können wir also ausrechnen, auch mit Hilfe von einfachen ähnlichen Dreiecken, dass der Realteil von Z gleich R mal Cosinus Phi ist und der Imaginärteil von Z gleich R mal Sinus Phi. Gut. Wir werden uns jetzt fragen, was passiert mit der Ebene, wenn wir uns die Abbildung Z geht über in Alpha mal Z Alpha in C ansehen. Gut, Alpha hat einen Real- und einen Imaginärteil und wir schreiben den in Polarkoordinaten an, genauso wie wir das für Z getan haben. Also ich schreibe Alpha ist gleich S mal Cosinus Psi plus I S mal Sinus Psi. Das Ergebnis von der Multiplikation von Alpha mit Z ist jetzt einfach auszurechnen. Das ist einfach R Cosinus Phi plus I R Sinus Phi mal S Cosinus Psi plus I S Sinus Psi. Das ist R mal S, wenn ich zuerst die Längen, die Absolutbeträge der komplexen Zahlen rausziehe und dann erhalte ich Cosinus Phi plus I Sinus Phi mal Cosinus Psi plus I Sinus Psi. Und jetzt können wir ausrechnen, was das hier ist. Das ist Cosinus Phi mal Cosinus Psi minus Sinus Phi mal Sinus Psi. Wenn euch das zu rasch geht, dann müsst ihr das selbstständig nebenher machen. Plus I mal Sinus Phi Cosinus Psi plus Cosinus Phi Sinus Psi. Das Schöne daran ist, dass wir, was in der Klammer steht, mit Hilfe der Summenformeln vereinfachen können. Indem wir mit Hilfe der Summenformeln vereinfachen, erhalten wir hier Cosinus von Phi
plus Psi plus I mal Sinus von Phi plus Psi. Und jetzt können wir sehen, was passiert, wenn wir den Punkt Z mit der Zahl Alpha multiplizieren, drehen wir um das Argument von Alpha und wir strecken um den Absolutbetrag von Alpha. Das heißt, Z geht über in Alpha Z ist eine Drehstreckung eine Drehung um das Argument von Alpha, gefolgt von einer Streckung um Absolutbetrag von Alpha. Und das ist die geometrische Interpretation der Multiplikation, die ihr kennen müsst. Wenn ich zwei komplexe Zahlen miteinander multipliziere, addieren sich ihre Argumente und es multiplizieren sich ihre Absolutbeträge. Gut. Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich das erste Mal gesagt habe, dass bei einer Multiplikation die Multiplikation in eine Addition übersetzt wird. Und an der Stelle frage ich gerne, was für Funktionen kennt ihr, bei der Multiplikation in Addition übersetzt wird? Und die einfache Antwort ist natürlich der Logarithmus. Ja? Und das ist in diesem Fall auch der Fall mit den Winkeln. Und die Eulersche Formel ist der Ausdruck dafür. Die Eulersche Formel sagt euch, dass e hoch i mal t gleich Cosinus t plus i mal Sinus t für reelle Zahlen t ist. Ihr werdet in der Analysis lernen, was hier für eine Gleichung steht, in welchem Sinn man sie interpretieren muss. Ich erzähle euch nur kurz, dass auf der linken Seite tatsächlich eine konvergente Potenzreihe steht. Das heißt, die linke Seite kann man sich ausrechnen, indem man e hoch it anschreibt als 1 plus it plus it Quadrat über 2 Faktorielle plus it der dritten über 3 Faktorielle plus Punkt, Punkt, Punkt. Und der allgemeine Term in der Summe ist einfach it hoch n plus durch n Faktorielle und man hört natürlich nicht auf. Wenn man dann diese Summe zerlegt in real und imaginärteil, erhält man genau die elementaren trigonometrischen Funktionen Cosinus und Sinus. Für uns ist eigentlich nur wichtig, dass die Eulersche Formel die Bemerkung von, dass die Multiplikation eine Drehstreckung ist, sehr angreifbar macht, weil in Polarkoordinaten übersetzt sich das zu Z ist gleich Absolutbetrag Z mal E hoch I Argument Z. Jetzt habe ich einfach verwendet, dass Cosinus T plus I mal Sinus T gleich E hoch I mal T ist. Und an der Stelle
ist die Rechnung, die wir vorher durchgeführt haben, relativ einfach, weil wenn ich mir anschaue, was Alpha mal Z ist, dann ist das gleich Absolutbetrag Alpha E hoch I Argument Alpha mal Absolutbetrag Z mal E hoch I Argument Z. Und das Wichtige an der komplexen Exponentialfunktion, die wir hier verwenden, ist, dass sie genau dieselbe Rechenregel erfüllt wie die übliche Exponentialfunktion. Das ist also Alpha, Absolutbetrag Alpha mal Absolutbetrag Z mal E hoch I Argument Alpha plus Argument Z. Und wir haben denselben Ausdruck wie vorher. Eine Drehung gefolgt von einer Streckung. Gut. Die Eulersche Formel ist eine der schönsten Formeln der komplexen Analysis und ich finde der Mathematik ganz allgemein. Insbesondere sagt sie euch, dass E hoch IP gleich minus 1 ist. Das ist für T gleich Pi eingesetzt, weil in dem Fall erhalte ich auf der rechten Seite Cosinus Pi plus I mal Sinus Pi und das ist minus 1. Gut, an dieser Stelle enden wir diesen zweiten Teil von unserem Lernzyklus und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.